Gemeinsam mit Arosa zählt das Skigebiet auf der Lenzer Heide heute zu den größten zusammenhängenden Skiarealen der Alpen. 42 Liftanlagen sind über Pisten miteinander verbunden und können ohne zwischenzeitliche Fußwege erreicht werden. Doch da das Skigebiet nicht wie andernorts vom Reißbrett geplant wurde, war das längst nicht immer so. Zur besseren Erschließung der damals weitgehend unabhängigen Skigebiete am Pitzcalottas und am Stetzerhorn machte man sich ab Mitte der 60er Jahre Gedanken, wie die Hänge dazwischen besser erschlossen werden könnten. Verschiedene Varianten, darunter auch eine Erschließung des Piz d'Anis durch eine Luftseilbahn sowie eine Kabinenbahn zur Alp Lavaux, standen zur Diskussion. Letztlich entschied man sich dann aber doch für eine Bebauung der Hänge durch insgesamt 5 Schlepplifte. Der Großauftrag der neu gegründeten Sportbahn d'Anis AG ging an die Firma Garaventa, die die Schlepplifte Petra Grossa, Gertrud, Kummerschels und als Hauptattraktion den Doppelschlepplift Lavaux im Sommer 1972 errichtete. Zur damaligen Zeit waren gemeinsame Skipässe der einzelnen Gesellschaften noch nicht an der Tagesordnung. Vielmehr gab es noch lange Jahre für jeden einzelnen Sektor separate Tageskarten und das, obwohl die einzelnen Anlagen am Stetzerhorn, Skalottas und der Piz d'Anis per Pisten miteinander verbunden waren. Wer eine Tageskarte nur für die Sportbahn d'Anis löste, der musste zwangsläufig am Schlepplift Petra Grossa in das Skigebiet einsteigen. In den Anfangsjahren war das ein umständliches Unterfangen, denn der Schlepplift begann weit oberhalb des zugehörigen Parkplatzes. Zunächst schaffte ein Seillift als Zubringer Abhilfe, wirklich komfortabel wurde die Situation aber erst 1983 mit dem Bau des ersten Schlepplifts Verdeil. Der Schlepplift Petra Grossa hatte eine ausgesprochen wichtige Doppelfunktion inne. Einerseits diente er als Zubringer zu den beliebten Skipisten rund um den Piz d'Anis, andererseits bediente er aber auch eine Vielzahl an Abfahrten, die sich bestens für Wiederholungsfahrten eigneten. Auf der Hauptabfahrt fanden über viele Jahre auch Skiweltcuprennen statt. In technischer Hinsicht interessant war die Tatsache, dass der Lift genau wie die gleichzeitig gebaute Anlage am Kummerschels noch mit Fachwerkportalstützen ausgerüstet wurde. Der Antrieb wurde wie bei allen der 1972 gebauten Schlepplifte in die Talstation gelegt, die Abspannung erfolgte am Berg per Gegengewicht. Wegen seiner wichtigen Funktion im Skigebiet war der Schlepplift Petra Grossa die meiste Zeit im Jahr hoffnungslos überlastet. Problematisch war zudem, dass das oftmals schneearme Trassee einen Betrieb bis in den Frühling nur selten zuließ. Daher entschloss man sich 1990 dazu, die Anlage durch eine moderne, kuppelbare Vierersesselbahn der Firma Garaventa zu ersetzen. Die Bahn erhielt wie üblich zur damaligen Zeit formschöne Stationsgebäude im Chalet-Stil. In die Bergstation wurde mit der Alp Nova auch noch ein neues, großzügiges Bergrestaurant integriert. Bei einer Höhenlage zwischen 1533 und 1986 Metern überwinden die Sessel 453 Höhenmeter, 16 Zwischenstützen und eine schräge Länge von gut 1,5 Kilometern. Als erste Garaventa-Sesselbahn war die Sesselbahn Petra Grossa in der Lage, im Regelbetrieb 5 Meter pro Sekunde auf der Strecke zu erreichen. Mit dem Bau des Antriebs in der Bergstation und einer hydraulischen Abspannung im Tal wich Garaventa auch wieder von der vormals praktizierten Bauweise ab, bei der der Antrieb gleichzeitig als Gewichtsabspannung genutzt wurde. Trotz der markanten Kapazitätssteigerung musste die Förderleistung übrigens noch mehrmals erweitert werden. Schon 1991 erfolgte eine Steigerung von 1600 auf 1800 Personen pro Stunde, 1994 eine erneute Erweiterung auf 2400 Personen pro Stunde. Seither sind unverändert 95 Vierersessel im Einsatz.